Und da geht er wieder rein. Also, es läuft doch wieder am Nordmeer. Einfach mal wieder schön die Happy Hour am Nordmeer gemacht. Mache ich ja viel zu selten. Und ja, bei mir fehlen auch immer noch die letzten paar Prozente. Heute mal wieder schöne Stunde hier auf Makrele gewesen. Zack, und da geht er auch direkt wieder rein. So soll das sein. Also auswerfen und Biss. Immer schön eine gute Frequenz. Das ist das A und O. Und ja, wo bin ich hier? Am 34er, wo es quasi immer irgendwie läuft. Ob man quasi über dem Grund schleppt oder ob man einfach jetzt hier, wie bei mir, so auf ca. 15 Meter Tiefe unterwegs ist. Also gar nicht so ganz lange absinken lassen, sondern einfach versuchen, schnell einen Fisch nach dem anderen zu kriegen. Denn wir wollen ja hier Prozente machen. Zack, und weiter geht's. Und die macht man natürlich am besten auch mit einer hohen Frequenz. Gerne aber auch mit unterschiedlichen Fischen oder besonders großen Fischen. Hauptsache, ne, man zeigt dem Game, dass man hier schön was rauspullen kann und dann ballern auch die Prozente irgendwann rein. So, immer wieder schön absinken lassen, zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen ins Pilken gehen, dann einfach wieder aufmachen und runter damit. Das Ganze mache ich gerne mit der Tastatur, gar nicht mit der Maus, einfach hier schön auf die 15 Meter und dann gib ihm, man kann auch einfach einen Schnurclip machen, auf 15 Meter einstellen. Und sobald der Fisch reingeht, löst sich der Schnurclip automatisch. Dann kann man anschlagen und dann hat man dann auch den nächsten Brocken. Oder auch einfach noch tiefer absinken lassen. Habe ich auch zwischendurch gemacht. Einfach mal runterlassen und irgendwann spätestens so ab 20, 30 Meter ballert dann auch wieder was rein. Wobei dann auch eben eher mal so Köhler dabei sind. Insgesamt muss ich sagen, bin ich schon ganz zufrieden. Sortieren wir mal eben nach Gewicht. Genau, hier waren so ein paar Köhler eben mit dabei. Kleiner Kabeljau oder mittelschwerer hier mit 16 Kilo. Und ansonsten eben richtig viele schöne Makrelen und recht wenige unmaßige Fische. Das ist halt richtig gut. Also auch kohlemäßig dann natürlich sehr, sehr praktisch, dass man hier auch richtig schön Silber verdienen kann. Das ist natürlich auch mal wichtig, dass man dann in der Happy Hour ein bisschen Gas gibt und dann auch noch nebenbei ein bisschen Silber machen kann. Ja, von der Position her, ich fahre einfach auf die 34 drauf. Mittlerweile ist die Drift gerade in die ganz andere Richtung. Eigentlich war es immer so diese Richtung hier, die ich jetzt die ganze Zeit hin und her gefahren bin oder gedriftet bin sozusagen. Aber offensichtlich geht auch hier ein bisschen was. Ich habe es gar nicht großartig ausprobiert. Ich habe auch gar nicht viel auf dem Echolot geguckt. Wir können gleich nochmal eben hinfahren. Genau auf die 34 drauf. So, komm ran hier. Der nächste Kühler. So, das heißt, wir peilen das hier an und fahren quasi direkt. Genau, direkt drauf auf die 34. So, zack, Motor aus. Und in der Regel warte ich ja darauf, wenn ich fahre, genau da drauf, dass da oben ein Fisch erscheint. Und hier ist schon direkt der nächste. Sehr gut. So, dann auswerfen hier auf 5 Meter. Hier sind jetzt wahrscheinlich irgendwelche Sardinen vielleicht sogar auf 5 Meter. Da würde ich dann allerdings mit etwas kleinerem Setup reingehen. Also mit etwas kleineren Shrimps. Das Ganze funktioniert natürlich deutlich besser, wenn man hier schon die Beifänger hat. Also 75% plus. Das ist schon sinnvoll. Wenn dir das noch nicht gegönnt ist, dann guck einfach mal hier rein in das wie 5 oder unter 75% Angeln Video. Einfach mal reingucken, was man da machen kann, was sinnvoll ist und wie man da schnell zu seinen 75% auch kommt, damit man dann eben, zack, jawohl, so muss das, damit man dann eben auch schnell hier eine gute Frequenz hat. Gerade mit den Makrelen läuft es danach auch richtig, richtig gut weiter. Ich bin übelst gespannt, werde das noch ein bisschen weiter durchziehen. Und ja, mal gucken. Entweder den Kescher voll machen oder ja, oder vielleicht gleich nochmal ein bisschen auf Grund testen. Ne? Nach den Makrelen jetzt gleich vielleicht einfach nochmal ein bisschen auf Grund. Ich habe ein 2-Stunden-Ticket, hatte ich mir gerade noch geholt. Und dann einfach gleich nochmal die zweite Stunde ein bisschen anders. Je nachdem, wie das ist mit dem Kescher. Ich hatte auch schon mal Tage mit dem, mit diesem Setup hier, wo ich in einer Stunde schon fast 120, 130 Makrelen hatte. Da wird das natürlich eng, wenn man 2 Stunden oder
120, 130 Fische, nicht nur Makrelen. Aber wenn man dann eben auf 2 Stunden das Ticket gelöst hat, dann ist es natürlich ein bisschen knapp. Dann nutzt man vielleicht die 2. Stunde, vielleicht kurz ausloggen, einloggen, 2. Stunde dann. Genau, Happy Hour ist vorbei. Perfekt. Also gucken wir nochmal eben rein. Da haben wir jetzt hier den Casher. Also in Gänze, in der Happy Hour jetzt, 73 Fische. Ist okay, geht aber auf jeden Fall mehr. Ist okay. Also dafür, also fürs blinde Hinfahren und dass es nicht irgendwie ein großartiger Hotspot ist oder sowas. Und einfach nur vom Setup, wir können ja mal kurz reingucken. Wie immer oder wie seit langer, langer, langer Zeit hier die ganze Zeit mit der Overlord einfach unterwegs. Also kein wahnsinnig riesig großes, keine wahnsinnig teure Rolle. Und auch nicht so was Besonderes, was viel, viel Tragfähigkeit hat, sondern einfach nur simpel hier mit der Overlord. 60 Kilo Hauptschnur, 55 Kilo Fluorocarbon, wobei da muss ich sagen, die sind auch, ist auch schon ordentlich durch mit 29% Verschleiß. Da wird es auch langsam Zeit, dass ich das mal tausche. Und ich habe einfach mal gewechselt hier auf dem roten Lurker, denn ich hatte so viele rote Köder auch dabei. Und es waren tatsächlich einige Bisse auf diesen Lurker in Türkis. Und das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Bisse, ich will das nur als Gewicht eigentlich haben. Und die Bisse sollen hier eben schön auf die Shrimps. Und hier auch nochmal wichtig, die Real Shrimps in Rot bzw. in Pink. Und ganz wichtig, in 12 Gramm. Also Real Shrimp 12. Denn die kleinen 6,5er sind zwar auch nochmal richtig gut für die Frequenz, aber für Makrele wird das ein bisschen zu lütt. Also da wollen wir doch lieber die richtig großen und dementsprechend dann eben auch die maßigen Fische hier abziehen. Denn wie gesagt, eine hohe Frequenz ist ja alles schön und gut, auch für die Prozente natürlich nicht verkehrt. Aber schöne maßige Fische, das ist doch deutlich angenehmer. Gerade nochmal reingucken. Genau, ich habe jetzt zweimal Prozente, also zweimal abgelevelt hier bei den Prozenten. Zweimal leider nur 0,1. Bin jetzt hier bei 97,5. Ja, es wird mal wieder Zeit, dass ich hier ein bisschen durchziehe am Nordmeer und ein bisschen mehr Prozente mache. Zack. Von daher muss man hier auch einfach mal ein bisschen wieder hin. Vielleicht mache ich die nächsten ein, zwei Happy Hours einfach hier am Nordmeer und ziehe Makrelen raus. Ja, was das Ganze gebracht hat, das gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal dann an. Inwieweit das hier auch kohlemäßig gut ist, blende ich dann gleich ein, denn ich ziehe jetzt hier noch weiter durch. Ich glaube, ich baue jetzt hier gleich nochmal alles um auf Jig und gehe dann hier einfach mit Jig-Montage sozusagen auf Grund und schlepp genauso jetzt hier weiter einfach mit den Jig. Ich denke mal, sowas wie die Maggots werde ich nehmen. Die funktionieren ja immer wieder ganz gut. Und dann einfach mal gucken, was noch das 34er, die 34er Sandbank hier so bietet. Wenn dir das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.